Yo, Folks, das ist Big Boys Music Freiburg Shaxter. Das ist meine offizielle und einzige Stellungnahme zu diesem Internet-Bullshit von den Freaks, okay? Ich habe nicht so viel Zeit, ich bin gerade dabei, viel Business zu machen, Album zu promoten, Geld zu verdienen, also komm, lass mal schnell anfangen, oder? Yo, Shaq, du brauchst ein Beat. Was für ein Beat? Beats? Kein Plan, ich brauche eigentlich kein Beat für die Freaks. Lass mal, pass auf, wir machen einfach Boom, tick-tick-psch, Boom, tick-tick-boom-psch. Ey yo, es ist funny, immer noch der gleiche Shit. Ich mach mein Ding und der Paar da draußen peinlich nicht. Ich nenn sie einfach nur peinlich. Und Bitch, sie sehen mich, stehen stramm, salutieren und verneigen sich. Ihr seid stark hinter der Tastatur. Was wollt ihr Kaspar nur mit eurer Kackstatur? Seid ihr so lang, fucking long. In dem Rap-Game hab euch kommen und gehen gesehen wie eine Deadline. Jetzt ist Shaq-Time, ich bin ein Stern, steige auf, leucht am Horizont, während ihr Dreck schreibt. Ihr hättet sicher auch gern Erfolg, doch ihr könnt nix und macht nix. Ich gebe euch Gold, ja. Gold für Bullshit, denn Neid und Angst. What? Wenn du was willst, kriegst du Gold für einen kleinen Schwanz. Ich kann auch nichts dafür, wenn ihr keinen Spaß versteht. Gib dir 30 cm in dein Arsch. Es ist einfach, ich habe Talent. Ihr macht Werbung für mich und ich zahl keinen Cent. Danke. Es ist nice, dass ich euch so beschäftigt. Ihr sagt, der Bad Guy kennt mein Lebenslauf richtig. Es ist so, ich mach meine Musik, bau so meine Stadt auf. Ihr benehmt euch wie Groupies. Mund auf, schreit, sobald ich provoziere. Die Promo Kampagne, sie funktioniert. Ihr seid ab heute ein Teil von Big Boy Street Team. Ah shit, ihr seid halt ein bisschen freaky, genau. Shit, yeah. Ich war auch schon mal auf einem Weinfest. Ach, wo soll da der Design? Erklär's mir, ich weiß nicht. Und ja, ich hab gewohnt am Kaiserstuhl. Schon von dort aus gezeigt, dass der Kaiser ruht. Wenn du Cash von mir willst, bitte komm her. Schick der Typen mit 2 Metern, die den Shit klären. Okay, Fans, versteckt euch nur im Netz mit eurem hohen Geschwätz. Ich bleibe nur der Chef. Und wenn ihr fragt, Chef, was ist mit deinem Beat? Ich brauche keinen Beat für euch Freaks, nur ne Beatbox. Yep, hype mein Album auf Platz 1. Meine erste Demo kam 2001. Und seitdem geht es bergauf für euch bergab. Ihr kennt meinen Namen, doch ich steuer nicht, Motherfuckers. So ist es halt nur, wenn man was macht. Ich bin gefürchtet, ihr wisst ja, ich fuckel euch ab. Ihr fucking Redakteure, sorry, ich mag kein Gangshit. Hab noch keinen gekillt, war noch nicht mal im Gefängnis. Wenn mich jemand testen will, hau ich rein. Doch macht das dein Gangster aus? Ich glaube nein. Ticket 1000 Rhymes, trinke Alkohol, ihr sagt, oh my god, ich sag, what the fuck, ich bleibe nonstop, Vorbild und Feindbild, ihr kauft mein Album, ich zähl die Scheine, mein Hype, ey, beschert mir so viele Klicks, ihr steht morgens auf und schafft wieder nix, shit. Alles wieder shit, klar, dass ihr frustriert seid, schnell ins Internet, und mal schauen, wer da viel reißt, dann schnell und anonym Kommentar, und dann denkt ihr, yes. Heute hab ich was getan, heute hab ich was erreicht, und das Leben macht Sinn, doch ihr vergesst, ihr huldigt nur stetig dem King, shit. Dieses Leben. Ewige Ding, diese ewige Leier. Und jetzt schnell an die Maus vor den Schirm und mich feiern.